Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Franchise Hockey Manager 7. Unser zweites Vorbereitungsspiel in unserer Karriere-Story steht an. Wir müssen gegen die Tölzer Löwen spielen. Wir sind ja die Bietigheim Steelers, also ich bin Trainer und General Manager der Bietigheim Steelers und werde heute eben versuchen, unseren zweiten Sieg einzufahren. Unser erstes Vorbereitungsspiel hat ganz gut funktioniert, als wir, wo sehen wir es denn? Die Schedule, wie der Experte zu sagen pflegt, als wir 4 zu 1 gegen Bad Nauheim gewonnen haben. Jetzt geht es gegen Tölz, dann gegen die Kassel Huskies, dann ist ein Tag Pause, dann gegen die Heilbronner Falken und gegen die Dresdner Eislöwen. Der Monat wird dann abgeschlossen gegen die Eispiraten Crimmitschau und im November startet dann die Regular Season, das heißt, dazwischen ist sogar noch ein Vorbereitungsspiel. Nochmal gegen die Tölzer Löwen und dann geht es gegen Bad Nauheim in der Liga. Was werden wir ändern? Wir werden eigentlich nach dem ersten Spiel nichts Großartiges ändern. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir können hier mal schauen. Offense Starts. Also nee, haben wir ja keine jetzt, klar, weil wir ja noch in der Vorbereitung sind. Also, keine Änderungen zum Kader. Wir spielen jetzt gegen die Tölzer Eislöwen. Nee, Tölzer Löwen. Wie sieht es hier aus? Tölz mit. Kenne ich da irgendjemand noch? Martino mit Schwarz, Eberhard, Morrison, Schmidt, Paradin, kenne ich überhaupt keinen. Muss aber nichts bedeuten. Hier nochmal die Übersicht. Bei uns im Tor ja Andrei Gavrilov beim ersten Mal sehr stark. 97% hat er gehalten. Hier Maximilian Franzrepp, die Nummer 31 von Tölz, noch nicht gespielt. Star Players Reid Gardiner bei Tölz. Ein Spiel, ein Tor, ein Punkt, plus 1. Bei uns ist es CJ Stretch, auch der mit einem Punkt. Es spielt keiner gegen sein ehemaliges Team. Meine Maus macht mich langsam fuchsig hier. Morgen sollte ich mir vornehmen, die Maus auszutauschen. So. Jetzt werden wir uns dann doch mal die. Nein! Jetzt habe ich simuliert. Okay. Ist ja wurscht. Also, ich habe ja das Spiel jetzt simuliert und wollte es eigentlich zocken. Egal. Ist ja ein Vorbereitungsspiel. Das war jetzt etwas unglücklich. Dann machen wir halt noch das zweite Spiel heute. Also, wir haben übrigens 3 zu 0 gewonnen. Was mich sehr freut. Blöd muss man sein. Also, wie schaut's aus? Torschütze Zintek bringt uns in Führung. Sein zweiter Treffer auf Vorbeit Schüle und der Pommesberger. Ne, Promisberger. Pokorny und Hüfner mit jeweils 2 Strafminuten. Zweiten Drittel dann CJ Stretch im Powerplay. Zweites Tor für ihn. Vorbeit Riley Sheen und wieder Tim Schüle. Dritter Assist. Hier gab es ein bisschen mehr Strafminuten. Riley Sheen. Und CJ Stretch und Benjamin Hüfner von uns. Kevin Schmidt und Daniel Spare oder Daniel Spare, wie auch immer, bei den Tölzern. Und in der Periode 3 Pielmeier, erstes Tor, Nikolai Gotsch und Benjamin Hüfner. So, das war jetzt natürlich blöd von mir, aber gut, Vorbereitung ist jetzt nicht so schlimm. Da können wir damit leben. Mir ist es ja auch wichtig, hier den Langzeitspaß zu haben. Das heißt, ich sehe mich auch mehr als Kaderplaner, als dass ich hier die ganzen Taktiken und das Ganze einstelle. Das ist ja auch beim Eastside Hockey Manager so, dass ich mich mit den Taktiken gar nicht so befasse. Also dann bestreiten wir jetzt auch noch das dritte Vorbereitungsspiel heute. Und das werden wir uns dann anschauen gegen, hier die anderen Ergebnisse erstmal, Landshut besiegt die Lausitzer Füchsin. So schnell kann nicht mal James Bond schauen. Meine Nase läuft übrigens wieder. So. Also schauen wir nochmal. Lausitzer Füchse verlieren gegen Landshut 1 zu 2. Die Ravensburg Tower Stars besiegen Crimmitschau 6-0. Kassel Huskies gegen Frankfurt 0-2. Freiburger Wölfe gegen Bad Nauheim 1-3. Wir gewinnen 3-0 gegen die Tölzer Löwen. Die Bayreuth Tigers gegen die Heilbronner Falken 1 zu 4. Und die Kaufbeurer verlieren gegen die Dresdner Eislöwen mit 2 zu 0. Heute dann unser drittes Spiel.
Vielleicht ein Mauspad. Ja, ein Mauspad. Mei, da waren wir noch schlank. Gleich wuppt es besser. So halbwegs. So, was machen wir jetzt? Was ändern wir? Ich will hier gar nichts ändern. Die sollen sich so einspielen. Und jetzt also das Spiel gegen die Kassel Huskies. Muss ich wieder notieren. Kassel Huskies. Also unser drittes Vorbereitungsspiel. Oh, ein Injured. Das ist blöd. Das ist blöd. Was ist da los? Was ist da, wird da gespielt? Die Steelers. Lions. Was haben wir hier? Gotch. Was ist mit Gotch? Was hat er gemacht? Ah, eine Minor Injury. Okay. Hat der eigentlich mal in der NHL auch gespielt? Nee, nur sein Bruder. Also. Gotch also verletzt. Nehmen wir raus. Wir nehmen dafür rein von den Verteidigern. Nein. Die ganzen Lines will ich nicht rausstreichen. Schauen wir hier mal nach. Sehen wir hier schon Statistiken? Sehen wir natürlich nicht. Blöderweise. Ah. Preseason. Doch, da sehen wir es. Preseason. Also. Positionen schauen wir uns jetzt mal an. Bei den Verteidigern. Wer hat jetzt gespielt? Beziehungsweise nicht gespielt. Also Gotch ist angeschlagen. Wir hätten jetzt hier noch Ribnitschki zur Auswahl. Fabian Ribnitschki. 20 Jahre. Also, so schaut es jetzt aus. Ribnitschki jetzt in der vierten Verteidigung. Ja, sehr sinnvoll. Muss ich jetzt auch nicht verstehen. Wurscht, spielen wir es jetzt einfach mal so. Und jetzt klicken wir mal richtig. Continue. Und jetzt machen wir nicht Sim-Game, was natürlich klar ist, sondern machen Play-Game. Und schon sehen wir, dass es besser aussieht. Jetzt müssen wir das mal hier nochmal genauer ansehen. Das war ja gestern oder vorgestern ein Drama, also die Lines ist klar. Taktik ist klar, Starts ist klar, Box Options. Few Speed. Machen wir mal Fast. Quick Sim Speed. Sound Medium. Game Stoppage. Break Goals. Break Penalties. Break Injuries. Break Goals. Ja, das reicht eigentlich, wenn wir uns das ansehen, glaube ich, oder? Sehe ich das richtig? Play Sim and Quick Play. Also, los geht's. Wir sind die Grünen. Fighting. Troy Rutkowski bekommt eine 5 Minuten Strafe. Gibt's das tatsächlich noch? Und wer noch? Keiner. Also gut, weil es fast zu schnell ist, die Geschwindigkeit. Also dann machen wir doch Few Speed normal. Okay, und weiter. Uff. Lukas Laub Tripping.
So, 2 Minuten Powerplay also für unser Team. Scheibe ist erstmal raus. Ja, das sieht jetzt nicht so wirklich wie Eishockey aus. Also ich muss jetzt sagen, da ist das 2D-Spiel vom Eastside Hockey Manager schon um einiges besser. Nächste Strafminute. Da sieht man jetzt eigentlich, welche Mannschaft. Gut, in dem Fall ist es unsere Mannschaft, Zintek. Wobei wir jetzt auch nicht immer stoppen müssen. Stoppage, das machen wir jetzt auch nicht. Play, also. 17-17 noch zu spielen. Scheibe ist raus. Ja, das sieht doch. Also, bei allem Verständnis, dieses 2D-Spiel sieht ja katastrophal aus. Da laufen 5 Mannschaften auf einen Haufen. Also, nee. Das schauen wir uns nicht an. Da machen wir jetzt Quick Sim. Das hilft jetzt alles nichts. Quick. Ah, ein Tor. Zintek. Das 1-0 für uns. Vorarbeit René Schofs und Max Prommersberger. Und Pokorny trifft auch. Das 2-0 für uns. Und Brett Breitkreuz das 3-0 für uns. Das läuft ja. Wahrscheinlich werden wir dann aber in der Liga total ablosen, wie es immer bei mir ist. Max Renner, das 4-0. Brett Breitkreuz, wieder auf Vorarbeit Max Renner, das 5-0. Pichelmeier, 6-0. Troy Rodkowski, 6-1. Paul Kranz, 6-2. Robert Kneißler, 7-2. Und das war's. Okay, also, wir werden uns jetzt darauf einigen, dass wir uns dieses 2D-Spiel nicht geben, weil die Bewegungen viel zu langsam sind und vollkommen unrealistisch in meinen Augen. Sorry, out of the park, das muss man jetzt mal sagen. Das Spiel selber ist gut präsentiert, also das heißt, wir werden uns auf den Quicksim konzentrieren. Jetzt also das 3. Vorbereitungsspiel und wir haben Gotsch ist immer noch Bryce at Thump. Damit 7-2 Sieg für uns, sieht sehr ordentlich aus. Schauen wir nochmal die Torschützen. Zintek, 3. Treffer, Pokorny 1. Breitkreuz 2. Dann ein Fight zwischen Stretch und Rodkowski. Ein Game Misconduct für Rodkowski. Nein, nicht Game Misconduct, nur eine 10-Minuten Strafe, okay. Das ziehe ich zurück. Und dann im letzten Drittel Renner, sein 1. Tor, Breitkreuz 3., Pichelmeier 2. Und dann ist es Rodkowski mit dem Tor. Wieder einige Strafminuten. Periode 3, Kranz 1. Tor. Das 2-6 und Kneißler noch das 2-7. Also ziemlich abgegangen heute. Trotzdem haben wir jetzt 3 Spiele und 3 ordentliche Präsentationen gezeigt. Präsentationen, uns 3-mal ordentlich präsentiert, sagen wir mal so. Und ich denke, nach dem Drama mit dem ersten Spiel, sollte man jetzt auch diesen 6. Teil beenden. Und schauen, wann wir das nächste Mal antreten müssen. Ich hatte es zwar vorher schon gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. So, die... Ja, wie sieht's aus? Bryce Gervais, Ravensburg, Florida, Calgary. Also das ist nichts Wichtiges. Wir müssen jetzt dann gegen die Heilbronner Falken antreten. Das Ganze findet morgen statt, am 28. Oktober 2020. So, das war's jetzt.
Sechster Teil beendet, ja, nicht ganz optimal gelaufen, aber was haben wir gelernt? Klicke nicht auf Simulieren, sondern stattdessen auf Spielen und der 2D-Modus ist nichts. Also, Servus und bye bye.